Ja, dann gibt es natürlich, mal gucken, wo wir sind. Genau. Ausfall 30, das haben wir gerade gemacht. Reisen mit dem Auto. Mobile oder transportable Sauerstoffsysteme rein ins Auto und dann kann man damit losziehen. Das geht eigentlich ganz gut. Man kann ja auch dort ins Zigarettenanzünder anstecken und gucken, dass die Dinger also stabil hinten im Auto gelagert sind, dass man sie irgendwo befestigen kann. Und da muss man auch nochmal nachfragen, wie das mit dem Transport ist. Weil manche Sachen, die transportiert werden, muss man schauen, ob man die überhaupt mit über die Grenze nehmen darf oder nicht. Da gibt es also bestimmte Bedingungen und so weiter, die man halt einhalten muss. Es gibt wohl auch sogenannte Sauerstofftankstellen. Da gibt es wohl auch, wenn man da wieder auf lungenemphysem-copd.de reinschaut, da gibt es wohl auch welche. Da muss man einfach mal gucken, wo die sind und dann kann man das mit einem Anschlussventil, das muss man aber mitnehmen, kann man das natürlich dann auch auffüllen, aufladen. Genug Zeit einplanen, genug Stau einplanen. Ja. Reise mit der Bahn, richtig. Da muss man dann natürlich auch überlegen, möchte ich dahin setzen, wo man eine Steckdose hat, damit man die dann nachladen kann, die ganzen mobilen Sauerstoffkonzentratoren, wenn man so einen hat. In der Regel haben, also die ICEs haben eigentlich alle Steckdosen, ne? Da muss man halt gucken, dass man sich genau da auch seinen Sitzplatz aussucht. Bei den Regionalzügen ist das nicht unbedingt der Fall. Dann natürlich auch gucken, wie es mit der Einstiegshilfe ist. Sitzplatzreservierung unbedingt machen. Ne? Vielleicht noch jemand mitnehmen, falls einem nicht so gut geht. Und an die Hilfsmittel denken, an das ganze Gepäck denken. Und das ist natürlich eine ganz erheblich viel, was man da mitschleppen muss. Schwerbehindertenausweis kann natürlich Vergünstigungen bedeuten. Auch da würde ich mich einfach nochmal erkundigen. Wertmarke und so weiter muss man natürlich dabei haben. Die gibt es ja beim Versorgungsamt. Ansonsten sich einfach nochmal bei der Bahn möglichst frühzeitig schlau machen. Im Flugzeug wird es ein bisschen schwierig. Einmal, weil die Körperbelastung beim Fliegen natürlich nicht unerheblich ist. Dann bei den Langstreckenflügen muss man halt immerhin bedenken, dass die Luft deutlich dünner ist da oben. Auch wenn die das in der Regel dann Druckverhältnisse ausgleichen. Allerdings passt das nicht so ganz. Und man muss überlegen, den Sauerstoffkonzentrator, den man da mitnimmt, der unterliegt natürlich auch dem Luftdruck oben im Flugzeug. Und dann kann es schon sein, dass das nicht mehr ganz der Sauerstoff ist, den man dann beim Landen wieder erhält. Ja, da muss man natürlich wissen, dass die Atmung da oben im Flugzeug ein bisschen verändert sein könnte, dass man dann doch mehr Sauerstoff benötigt als zunächst angenommen. Da muss man halt auf jeden Fall dran denken und dann eben auch dran denken, wie man dieses ganze Sauerstoff überhaupt transportiert bekommt. Weil das ist immer ein bisschen problematisch bei Flugreisen. Da also vorher bei seinem Flugreiseanbieter bzw. Bei der Fluggesellschaft nachfragen. Ja. Die Luftfeuchtigkeit ist in der Regel im Flugzeug deutlich geringer, also viel, viel trinken. Dann darf natürlich auch nicht jeder fliegen. Das muss man vielleicht auch nochmal mit seinem Arzt abklären. Das gibt es Richtwerte. Ähm,
würde ich jetzt hier nicht anbringen, weil, wie gesagt, das muss jeder selber schauen. Und die Richtwerte, das ist jetzt ein Richtwert von 2012. Das ist ja schon sehr lange her. Von daher würde ich das einfach nochmal abklären mit dem Arzt, beziehungsweise nochmal schlau machen, was denn da so die Werte sind. Über das Reisebüro würde ich mich dann nochmal erkundigen, ob das so alles funktioniert. Über die Fluggesellschaft würde ich das auch nochmal machen. Und natürlich muss das vorne angemeldet werden. Ja, dann reisen mit dem Schiff, auch mal ganz schön. Kreuzfahrten sind ja ganz beliebt. Einmal auspacken und dann steige ich hier mal aus, gucke mir den Ort an, steige beim nächsten Ort aus und gucke mir das mal an, gucke mir die Landschaft drumherum an. Also es ist eigentlich auch ganz schön. Und auch hier wieder bei der Gesellschaft sich erkundigen, wie das ist mit der Regelung von den Sauerstoffgeräten. Die Reederei entscheidet das letztendlich. Und da muss man dann eben sich auch gut erkundigen, beziehungsweise, wie gesagt, eine Selbsthilfegruppe mal rumfragen, wo man da gute Erfahrungen gesammelt hat. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Mengen sind überhaupt erlaubt und welche Arten sind erlaubt. Also es ist nicht unbedingt, dass alle Sauerstoffsysteme geeignet sind oder erlaubt sind. Da muss man sich eben, wie gesagt, schlau machen. Und dann muss man noch überlegen, man muss ja auch bis zum Schiff kommen. Das kann ein relativ weiter Weg sein bis dahin. Auch daran denken, dass man vielleicht den einen oder den anderen mitnimmt, der einem das ganze Gepäck trägt. Und man muss natürlich auch wissen, so ein Schiff ist nicht jedermanns Sache. In der Regel ist da aber auch ein Arzt vor Ort. Vielleicht sollte man da auch nochmal den informieren oder irgendwie seine ganzen Papiere mit dabei haben, dass der weiß, wenn irgendwas ist, was zu machen ist. Ja, man muss dran denken, diese Schiffsmotoren, wenn es nicht gerade ein Elektromotor ist, die werden ja mit der Zeit im Laufe der nächsten Jahre auch hergestellt. Aber die sind halt mit Kerosin betankt, ne? Also Kerosin, da ist wirklich jeder Schmotter, jeder Dreck drin und das pushen die da oben raus. Und das muss man halt wissen, dass das nicht gerade das Gesündeste ist, was da rausgepustet wird und insofern auch unbedingt mit beachten. Und auf jeden Fall frühzeitig alles vorbereiten. Lieber ein bisschen zu früh alles. Handgepäck, Hauptgepäck, Sauerstoff, Medikamente, Handy, Reisedokumente, Schreiben an die Reederei, von der Reederei, Kopien der wichtigen Dokumente, Medikamente, Notfallset, Medikamentenplan für den Notfall, eben auch für den Arzt vor Ort. Dann eben Augentropfen für die trockene Luft und auch für den Flugzeug, dass alles parat ist, denken dann immer klein einpacken in diese extra Tütchen. Erfrischungstücher, Pulsoximeter, Fieglometer, Notfallpass, Impfpass, Sauerstoffpass, Schwerbehindertenausweis, Attest vom Arzt, eventuell auch auf Englisch übersetzt, je nachdem, in welchem Land man sich befindet. Sauerstoffgerät mit Equipment. Datenblatt, Detailinformationen von den Sauerstoffsystemen, Seriennummern der Sauerstoffsysteme, Adresse, Telefonverzeichnis, Reisepass, Geld, Kreditkarte, Versicherungsdokumente. Da sollte man auf jeden Fall denken. Versorgung am Urlaubsort. Wie gesagt, Informationen, Ansprechpartner, Name, Adresse, Telefonnummer, Handynummer. Man den Lungenfacharzt erreicht, dass man im nächsten Krankenhaus weiß, wo das ungefähr sein könnte, dass der Sauerstoffversorger informiert ist, dass das Reisebüro informiert ist, dass die sich erkundigen, wo ist denn was, falls irgendwie der nächste Lungenfacharzt ist, der nächste Arzt ist, das nächste Krankenhaus. Sprachprobleme natürlich unbedingt dran denken, wer nicht gerade die Sprache spricht, dass er zumindest irgendwie in Kontakt mit dem Dolmetscher zusammen irgendwas hat.
Infrastruktur natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht irgendwo mitten auf dem Land ist. Und wenn man dann Hilfe braucht, dann wird es etwas schwierig. Aktivitäten vor Ort. Natürlich können sie die gleichen Sachen machen, die sie sonst zu Hause auch machen. Man muss natürlich so ein bisschen ans Klima denken, dass man da nicht sich vertut oder sich übermäßig belastet, beziehungsweise dass ein bisschen Zeit zur Akklimatisierung benötigt wird. Und nicht zu viel planen, sondern Schritt für Schritt und gucken, wie man damit zurechtkommt. Na, keine neuen Geräte ausprobieren, sondern das alte Gerät, was man bisher immer hatte, wo man zurechtgekommen ist. Schultertaschen, Rucksäcke sind natürlich gut für die Mobilität. Eventuell doch ein Rollator, muss man schauen, wie man da unterwegs ist, ob das Sinn ist oder nicht. Ein Leihwagen, um da so ein bisschen das eine oder andere anzugucken. Da kann man natürlich auch sein Sauerstoffgerät wieder auffüllen. Die Ausflüge entsprechend planen. Ausreichend geladene Akkus. Dran denken, wie viel Sauerstoff man ungefähr verbraucht. Lieber ein bisschen zu mehr einplanen als zu wenig. Notfall natürlich. Das ist aus der Langzeittherapie, genau. Kostenübernahme, Sauerstoffversorgung. Wie gesagt, das ist mit der Krankenkasse abzuklären. Es ist nicht wirklich so, dass die das gerne übernehmen. Die Antragstellung kann auch ewig lange dauern. Also unbedingt mal abklären, weil es ist eine Kannregelung, also keine Muss. Sie sind nicht verpflichtet. Insofern muss man sich da erstmal wirklich vorher schlau machen, nicht dass man hinterher auf was weiß ich was für Kosten dann sitzen bleibt. Reiserücktrittsversicherung daran denken. Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport. Auch da unbedingt mal drüber nachdenken. Eventuell eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung, dass man das mit in petto hat. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Kapitel, was ihr da schon seht. Sauerstoff-Langzeittherapie. So, Sauerstoff ist die Grundlage des Lebens. Ne? Also Luft, was ist Luft? Luft ist das Gasgemisch der Erdatmosphäre, besteht hauptsächlich aus zwei Gasen, einmal Stickstoff, ungefähr 78% und Sauerstoff 21%. Dann gibt es noch ein paar Spurenelemente wie Argon, Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid, also das, was wir tatsächlich abatmen, ist, wenn wir es einatmen, nur so 0,04% vorhanden und dann Wasserstoff und Wasserdampf. Ja, es ist farb- und geruchlos, das häufigste Element auf der Erde, ist eigentlich überall drin. Sauerstoff, alles, was man verbrennen kann, ist Sauerstoff drin. Alles, was der Erosion unterlegen ist oder der Korrosion unterlegen ist, ist Sauerstoff enthalten. Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen in der Regel Sauerstoff. Und was ganz interessant ist, diese Sauerstoff produzierenden Pflanzen, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen sollten wir uns auch ein bisschen mehr auf unsere Umwelt achten. Denn die ganzen Pflanzen nehmen das Kohlendioxid aus der Luft aus und produzieren damit den Sauerstoff. Und wir roden leider viel zu viele Wälder, machen viel zu viel kaputt. Also auch die ganze Tundra und Taiga, die wird hier abgerodet und das ist eigentlich unser Sauerstoffreservoir. Und da kümmert man sich eigentlich viel, viel zu wenig drum. Vielleicht einmal, wenn man jetzt neben einer 100-jährigen Buche steht, dann gibt die pro Stunde 1,7 Kilogramm ab. Und wenn jetzt 50 Leute drumherum stehen, dann können sie quasi davon atmen. Ja, also eine Buche, 50 Leute. Also auch nur eine 100-jährige alte Buche, ganz, ganz wichtig ist, dass man versucht, möglichst die Bäume stehen zu lassen, auch wenn man einen schönen Garten haben will und man macht seine ganzen Bäume aus dem Garten einfach platt, weil man denkt, die könnten beim Sturm umfallen. Ja, muss man sich aber vorher mal erkundigen, denn gerade diese alten Bäume und gerade Laubbäume, die sind relativ weitzweigig verwurzelt, also nicht tief, sondern mehr nach außen. Und die sind so stabil, also die kippen nicht einfach mal um.
Also da ruhig ich mal ein bisschen das mit dem Hintergrund behalten, beziehungsweise gucken, dass man in seinen eigenen vier Wänden sich entsprechend so ein bisschen kleine Sauerstoffintel aufbaut. Ja, wie kann es zu einem Mangel kommen? Atemluft atmen wir ein über den Rachenraum, Kehlkopf vorbei, Stimmbänder vorbei, Luftröhre runter. Luftröhre verzweigt sich in zwei Äste, die Bronchien, die eine rechts, die andere links, wenn man so will, verzweigen sich immer weiter, das nennen wir die sogenannten Bronchiolen. Und ganz am Ende sind Lungenbläschen, das sind die Alveolen. Und in den Alveolen, da gibt es halt an einer ganz bestimmten Stelle so eine kleine dünne Membran. Und da kann der Sauerstoff, da fließt so quasi das Blut dran vorbei. Und da kann dann der Sauerstoff durchtreten in das Blutgefäß über. Und genau aus der andersherum geht also der verbrauchte Sauerstoff, also das Kohlendioxid, dann wieder in die Lungenbläschen hinein und kann dann wieder abgeatmet werden. Ja, das ist der kleine Lungenkreislauf. Das ist der rechte Vorhof vom Herz. Nimmt das sauerstoffreiche Blut auf, leitet es in die rechte Herzkammer. Dort wird es über die Lungenarterie in die Lunge gepumpt. Da ist dann die Sauerstoffaufnahme und Abgabe. Das Blut mit Sauerstoff gelangt in den linken Vorhof, in die linke Herzkammer. Und dann geht es ab in den Körperkreislauf. Und von der linken Herzkammer pumpt das einmal das Blut durch die Aorta in die Arterien und wird dann so über den ganzen Körper verteilt. Über die Kapillaren, überall, was wir da haben, in den Fingern, in den Muskeln, in den Zehen, überall haben wir diese kleinen Kapillare. Da findet dann die Abgabe von Sauerstoff statt und die Aufnahme von dem Kohlendioxid. Und das ganze Blut wird wieder hochtransportiert zum Herz zurück. Und dann über den rechten Vorhof in die rechte Herzkammer. Und dann beginnt der Kreislauf wieder von neuem. Also ein Atemzug sind etwa 10 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Also bei 75 Kilo sind man 50 Milliliter. Und ja, was ist der Grund? Gründe gibt es verschiedene. Hochdruck, Lungenkrankheit, Lungenembolie, Lungenfibrose, Mukoviszidose, Lungenemphysem, COPD, Brustkorbeinengung, Verformung der Rippenwirbelkeule beim Morbus Scheuermann, bei Skoliose, bei Osteoporose, operative Entfernung der Lunge, Herzinsuffizienz, also auch Herzerkrankungen, Atemstillstand während des Schlafes, sogenannte Schlafapnoe, Erkrankung des Lungengewebes, Lungenbläschen, Tuberkulose, Kinderlähmung, Lungenherz. Das sind so ein paar Beispiele davon. Was bewirkt der Sauerstoffmangel? Sauerstoffmangel im Blut, Hypoxämie, Sauerstoffmangel im Körper, Hypoxie. Ja, bei einer Unterversorgung mit Sauerstoff ist die körperliche Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt. Das heißt also auch schon Atemnot, Schwäche, schnelle Erschöpfung, Anstieg der Herzfrequenz, Hochdruck in den Lungenarterien, Überlastung der Muskulatur der rechten Herzkammer bis zu einer Rechtsherzinsuffizienz, Bluteindickung, Anstieg des Hämatokritwertes. Dadurch wird die Schließeigenschaft des Blutes verschlechtert. Und wie schon gesagt, wie kann man das feststellen? Die Blutgasanalyse, das haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Und durch die Blutgasanalyse kann man dann eben sehen, braucht man Sauerstoff, braucht man keinen Sauerstoff. COPD allein heißt nicht unbedingt, man braucht Sauerstoff. Bei einem Lungenemphysem geht es leider schon in die Richtung, dass man Sauerstoff benötigt. Wichtig ist halt, dass man mit dem Arzt gut zurechtkommt, dass man sich gut beraten fühlt
und dass halt die Therapie konsequent durchgeführt wird. Wie gesagt, 16 Stunden Minimum, 24 Stunden meistens. Hängt aber davon ab, ob es jetzt nur eine Schlafapnoe ist, ob man es vielleicht nur nachts braucht oder dass man es immer nur stundenweise braucht. Ja, man hat deutlich höhere Lebenserwartung durch diese zusätzlichen Sauerstoffapplikationen. Man hat eine gesteigerte Lebensqualität, Lebensfreude, ist weniger anfänglich zu Krankheiten. Ist nebenwirkungsfrei, weil es einfach reiner Sauerstoff ist, da ist nichts anderes beigefügt. Und dann gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Sauerstoff erhalten kann. Sauerstoffflussrate muss natürlich, wie gesagt, mit dem Arzt abgesprochen werden. In der Regel ist in Ruhe weniger als unter Belastung. Bei den Nasenschleimhäuten ist es so, dass es da meistens zu einer Austrocknung kommt. Deswegen gibt es halt viele, die so ein verfeuchter und befeuchter, also so ein bisschen davor schalten. Und dann kommt das quasi bisschen. Ja, ich will nicht sagen Wasser, aber dann wird es etwas feuchter und dann ist es ein bisschen angenehmer. Entsprechend kann man natürlich auch mit Öle oder mit Salben, die man dann in die Nase einschmiert, arbeiten. Ja, Sauerstoffdosierung, wie gesagt, muss man einmal absprechen. Das hängt ein bisschen von der BGA ab, was da rausgekommen ist. Mobilität haben wir gerade eben besprochen. Was es für Systeme ist, haben wir auch gerade besprochen. Also Sauerstoffkonzentration, stationär und mobile. Ja, tragbare Sauerstoffflaschen, tragbare Gasflaschen, Sauerstoff-Demand-Systeme, mobile oder stationäre. Stromversorgung, wie gesagt, haben wir schon angesprochen bei den Demand-Systemen. Wie gesagt, die Stromkosten könnte man sich von der Krankenkasse erstatten lassen. Da muss man einfach nochmal mit denen sprechen. Das ist immer die Frage, wenn man das auch abrechnet. Flüssig Sauerstoff haben wir schon angesprochen. Genau, dann gibt es natürlich so Zubehör. Gibt es natürlich unterschiedliche Materialien, aus PVC, aus Silikon, aus Karton, Nasensonde, Nasenbrille, Zuführungsschlauch, Sauerstoffbrille, Wasserfalle, Sauerstofffixierung, also Druckminderer, da gibt es also verschiedene Zubehörteile, die man eben mit benutzen kann. Da muss man sich einfach mal schlau machen, was es gibt und was bezahlt wird und was es sich vielleicht lohnt, selbst anzuschaffen. Ja, Befeuchtungssystem ist also wirklich sehr angedacht. Also wenn man Sauerstoff eben braucht, allein schon bei mehr als 2 Liter pro Minute, das ist wenig, kommt das halt zu einer Austrocknung der Nasenschleimhäute und da ist es halt so ein Sauerstoffsystem, also ein Befeuchtungssystem ganz sinnvoll. Und da setzt man davor so einen Behälter mit sterilem Wasser. Das muss halt so angebracht sein, dass dass das ein geschlossenes System ist, damit da keine Keime und Bakterien mit reinkommen können. Das destillierte Wasser muss halt regelmäßig ausgetauscht werden und hat man abgekochtes Wasser, muss man halt täglich austauschen. Da gibt es natürlich das destillierte Wasser, was man in der Regel zum Bügeln benutzt. Das ist jetzt aber ein anderes. Also da sollte man schon spezielles destilliertes Wasser nehmen. Und da muss man sich auch mal schlau machen, was für ein steriles Wasser das denn nun ist. Da könnte man aber den Sauerstofflieferanten mal fragen, was das denn ist, wie viel das kostet und ob das vielleicht mit dabei ist. Ja, das heißt also, die ganzen Gerätschaften, die man da benutzt, wie Nasenbrille und Schläuche, die sollte man natürlich regelmäßig reinigen bzw. vielleicht auskochen.
Und dann natürlich auch austauschen. Gerade wenn man einen Infekt hat, dann setzt sich das natürlich mit Bakterien zu. Und da sollte man auch an die Desinfektion denken, dass man gewisse Sachen, die man halt in der Hand hatte, dass man die auch regelmäßig desinfiziert. Dann muss man auch an den Transport und an die Lagerung denken. Gerade wenn es besonders warm ist oder wenn die Sonne drauf sein kann, muss man da ein bisschen aufpassen. Dann soll das nicht umfallen oder verrutschen beim Transport. Dann braucht man eventuell ein Beförderungspapier, dass man das überhaupt transportieren darf. Auch da muss man sich nochmal erkundigen. Und man muss sich bei seiner Kfz-Haftpflichtversicherung erkundigen, wie das ist, wenn man sowas mit sich transportiert.